Leute, es ist bald soweit. Morgen bin ich dann bei meinem Friseur, deswegen gibt es heute so ein spezielles Vorher-Nachher-Video. Ja, nein, keine Sorge, die kommen nicht ab. Die haben sicher noch dann noch die Länge hoffentlich. Also ein bisschen werde ich was kürzen, vielleicht spitzen oder so. Deswegen zeige ich euch heute noch meine Haare. So, ich zeige euch mal, was ich hier an Länge zu bieten habe. Das ist meine Naturhaarfarbe. Ja, ist relativ dunkel. Wird sehr interessant, dass ich da einen Verlauf reinbringe. Vielleicht kommt ja sogar eine neue Farbe hinein. Ich weiß es noch nicht so wirklich. Ein leichter Stufenschnitt, vielleicht ein bisschen nachstufen. Und da dachte ich mir, ich gehe doch einfach so vor, dass ich einfach dann mit Promis anfange, wie zum Beispiel, ich würde gern so aussehen. Oder vielleicht würde ich gern so aussehen. Ich meine, ja, das werden die doch hinbekommen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich kann mich noch erinnern, wie ich denen mal einen Haarschnitt gezeigt habe von Heidi Klum. Und die meinten so, ja klar, kein Problem, wir machen dir einen Pony, kein Problem. Ja, als ich den Pony verpasst bekommen habe, hat das Ganze dann ziemlich nicht Heidi Klum-like ausgesehen. Ich habe daraus gelernt und mache mir sicher wieder nicht wieder einen Pony. Also das kommt auf keinen Fall. Haare hin oder her, morgen wird sich da auf jeden Fall was ändern, also merkt euch das. Ihr werdet nicht gleich mit neuer Frisur sehen und ich hoffe, es ist keine Katastrophe. So, ich bin jetzt quasi verändert. So Leute, ihr müsstet jetzt meinen Ombre sehen. Also wie ihr sehen könnt, es ist kein richtiger Ombre, sondern laut Fachbegriff ist es ein Sombre. Und zwar ist ein Sombre nichts anderes, als dass die Übergänge einfach ein bisschen weicher sind. Und wenn man zu den Spitzen schaut, sieht man richtig, dass ich an den Spitzen blond bin. Und das wurde halt eben an meine Naturhaarfarbe angepasst und angeglichen, damit man eben sanfte Übergänge hat. Das Coole daran ist, ich habe jetzt endlich wieder einen wunderschönen Farbverlauf in den Haaren. Ich hatte das Problem, dass ich an den Spitzen etwas länger gebraucht habe, deswegen haben sie mir die Spitzen aufblondieren müssen. Habe hier auch so ein helleres Braun drin, das ist sehr interessant. Schnitt ist jetzt nichts Besonderes. Schnitt habe ich ganz normal einen stuffigen Schnitt, weil meine Haare ziemlich öde und langweilig sind, wenn ich sie so ganz gerade habe. Deswegen lasse ich mir dann immer eine leichte Stufe hineinschneiden. Ihr habt jetzt quasi einen Vorher-Nachher-Vergleich. Falls ihr wissen wollt, wo ich meine Haare geschnitten habe, das war bei Ultimativ Group. Die gibt es natürlich in Wien. Habe ich zwar zum ersten Mal erst ausprobiert, aber ich habe sie ja schon auf der Fashion Week gesehen, falls ihr euch erinnern könnt, in dem Fashion Week Video, wo sie am Catwalk die Haare geschnitten haben. Da waren sie nämlich auch dabei und haben den Hair-Job vorgestellt. Und der Sombre an sich kommt anscheinend, laut Friseurin, mit 2014 in Mode. Es ist eben so ein Mittelding für ich will mir die Haare zwar färben, aber ich will jetzt auch nicht so harte Übergänge haben. Und mit dem Sombre hat man eigentlich einen Mittelweg gefunden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch ein bisschen den Sombre-Look näher bringen. Sombre klingt ein bisschen so nach Meeresbrise. Ist es anscheinend auch, weil es ja so ein bisschen so einen meerigen Touch hat. Und wünsche euch natürlich allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!